So viel dazu. Hallo Freunde. Na, alles klar? Was habt ihr denn so bei? Nix. Ihr alten Säcke. Hallo? Ich bin Odin. Hallo? Hau nicht immer ab. Ich bin Odin. Und jetzt bin ich... Wohin? Ah. Nicht gut gewesen. Ist das Schnee oder Wolle? Schnee. Ah, hier ist ein Bötchen. Mhm. Und darüber wollen wir mal gucken gehen. Ach so, erst gehen wir hier hoch. Erstmal hier reingucken. Oh. Hallöchen, Mr. Golem. Na? Alles klar? Was? Ach so, ich dachte schon, der spricht. Bist du iRobot? Oh Gott. So möchte ich nicht wohnen. Also, wo man irgendwie so runtersehen kann. Da hätte ich, glaube ich, ein bisschen Höhenangst. Was haben wir da? Nichts drin. Hier geht's raus. Das hier scheint wohl eine Liege zu sein. Ah. Ja, wie man sieht, hier wurde wieder fleißig gebaut. Aber ich glaube, soviel ich weiß, hat man irgendwo Richtung Wüste noch viel mehr gebaut. Da ist man, glaube ich, dran, eine Pyramide zu bauen, habe ich mal gehört. Hat mir mal ein Vögelchen gezwitschert. Aber ob ich das heute finde, weiß ich nicht. Vielleicht. Wer weiß. Ach, hier sehen wir ins Stadion rein. Ein bisschen. Krass, krass. Was hier immer gebaut wird, das ist Wahnsinn. Ich glaube, ich lasse die Stadt hier von den Leuten hier bauen. Dann habe ich nicht so viel zu tun. Na komm. So. Oh, wir haben bald nichts mehr zu futtern. Essen wir erstmal einen Apfel. Ein Ingo-Apfel. So. Das muss erstmal reichen. Und weiter geht's. Oh, da fehlt was. Immer schön den Gleisen nach. Schön. Gefällt mir. I liked it. Ein bisschen sehr lila, aber schön. Und hier haben wir bunte Schafe, wie wir sie auch aus der Wildnis kennen. Ne, jeder kennt rote, blaue, gelbe Schafe. Wenn nicht, dann seid ihr noch nie draußen gewesen. Geht raus. Was war das denn gerade? Das klang nicht wie ein Schaf. Ist das hier eine Monsterfalle oder so? Monsterparty, jajajajajaj. Hm? Ist das eine Monsterfalle? Oder es wird eine. Aber es sieht zumindest so aus, als wäre es eine. Vielleicht können wir ja da oben mal gucken gehen. Vielleicht sehen wir ja von da mehr. Da muss man nur mal gucken gehen. Aha, hier geht Wasser rein. Da ist doch ein Wagen drin. Was macht denn der da drin? Na toll, komme ich jetzt noch raus? Super. Vachilles, du bist ein echter Pro. Jetzt fällt natürlich der Stein auch noch runter und ich komme nicht mal raus. Moment, ich muss den holen.
So. Den hier brauchen wir. Warum sind denn das 6? Oh, er hat 6 gesagt. Hat er nicht gesagt. So. Wieder rein damit. Hat nie jemand was gesehen. Außer du. Aber du sagst ja niemandem was. So, was haben wir denn noch zu futtern? Das ist roh. Wir haben nicht wirklich was zu fressen dabei. Das ist nicht so gut. Was ist denn da wieder für ein Loch? Gucken wir mal rein hier. Oh, ein kleiner See. Ein unterirdischer See. So, ich möchte mal nach da hinten gehen und gucken, ob ich vielleicht von da sehe. Okay, da hinten ist was. Da waren wir, glaube ich, schon mal. Ein Bötchen haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Und ich wüsste zu gerne, wo denn die Pyramide gebaut wird. Das würde mich interessieren. Jetzt einfach mal nach da hinten. Ist halt doof, dass jetzt niemand von denen da ist. Und ich weiß nicht, ob wenn ich jetzt denen schreiben würde, ob dann vielleicht jemand kommen würde und mir das zeigen würde. Habe ich denn da gerade aufgesammelt? Man weiß es nicht. Okay. Geh mal hier in die Höhe. Vielleicht sehe ich von da was. Das macht man ja auch in Real so. Wenn man irgendwie den Überblick verliert und nicht sieht, wo etwas ist, dann geht man in die Höhe. Dann hat man besser einen Überblick. Oh, das ist ja eine coole Bucht. Nice. Alter, ist das schön da. Ich habe gerade einen Gedanken. Doof, dass es gerade Nacht wird. Hat es in diesem Leuchtturm-Dingens da vielleicht ein Bett? Das wäre ganz nett. Das wäre sehr gediegen. Da tut sich gerade meine Katze um meine Beine schmiegen. Warum ist denn da so ein Ding? Und warum ist da Kohle drauf? Man weiß es nicht. So, hier ist ein Bett und ich kann sogar schon schlafen. Ist das nicht toll? Das ist ja famos. So. Was haben wir denn bei? Eigentlich alles, was man so braucht gerade. Nicht sehr viel Essen, aber ist okay. Ist okay. So. Ach ja. Ach ja, ich war ja wie gesagt auf Dingens. Auf Twitch ein bisschen. Und da hat ja wie gesagt ein Schweizer auch gestreamt, dem ich ein bisschen zugeguckt habe. Beziehungsweise er hat, also er, ja, er hat schon gestreamt, aber er hat mehr eine Diskussion geführt und da ist mir wieder mal aufgefallen, wie viel ich gar nicht mitkriege, was so auf YouTube und Twitch und so weiter überall läuft. Die haben hier überall Markierungen gesetzt. Kommt mir vor wie bei Dingens, bei Zyvomukus. Der macht das ja auch immer mal gerne.
Einfach mal irgendwo so einen Turm in die Höhe schießen, damit man weiß, wo das ist. So, ich muss hier was tun. Es tut mir leid, Huhn. Ich musste es tun. Aus Nahrungskettengründen. Entschuldigung, tut mir leid. Es tut mir leid, ich bin betrunken. So, ich muss hier mich kurz kratzen, so. Okay, hier hinten wurden anscheinend Bäume zerhackt. Zerhackt. Und vernichtet. So, jetzt will ich gucken. Jetzt habe ich wahrscheinlich hier den Überblick wieder verloren, wo ich vorher war. Ja. Ich glaube, ich bin hier wieder zu weit gegangen. Ja, ich glaube, wegen diesem Ding hier, ne? Bin ich dem jetzt gefolgt. Das war eigentlich nicht Sinn und Zweck von meiner Übung. So. Problem ist jetzt nur, ich habe natürlich kein Holz und nichts dabei. Oh, ich dachte, da wäre irgendwie eine Höhle oder sowas. Von Hand gegraben natürlich. Hätte ja sein können. Ich bin am falschen Ort. Verdammt. Wo war denn das jetzt? Oh, ich wollte doch jetzt hier auf die Berge, wo ich vorhin diese schöne Klippe gesehen habe. Das war doch jetzt mein Ziel, Mano. Kann es sein, dass das hier oben ist? Kann mir das jemand... Alter, ist das schön. Aua. Alter, da drüben ist ja wunderschön. Okay, jetzt ist wieder nicht mehr so schön, aber... Oh, da ist auch so ein Kackstift, ne? Da ist auch so ein Kackstift. Ob da jemand ist? Ich habe mich jetzt wahrscheinlich wieder verlaufen, aber das ist ja nicht so schlimm. Ist das überhaupt ein Kackstift? Der ist doch gesetzt worden, ne? So, ich brauche jetzt erstmal hier ein paar Kohleblöcke. Beziehungsweise einfach Kohle brauche ich. Habe ich Stein? Normalen Stein, nicht sehr viel. Bauen wir hier auch eben mal kurz ein bisschen ab. Denn wir haben Hunger. Hunger, 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 Tötere. So, hier müssen wir mal ein bisschen Licht reinmachen. Wir bringen Licht ins Dunkel. Oh, es wäre natürlich geil, wenn wir eine Schere hätten. Aber wir brauchen Holz. Aber bevor... Ja doch, ich brauche erst Holz. Ich brauche natürlich erst Holz, bevor ich das andere machen kann. So. Ne. Oh, die ist ja fast kaputt. Okay, dann haben wir... Alternativ haben wir noch was Schlechteres. Was wir auch gleich brauchen werden wahrscheinlich. Ja. So. Dann müssen wir das hier machen. Dann müssen wir das hier machen. Oh, ich habe goldene Schuhe, fällt mir gerade auf. Hier gehen wir nachher wieder hin. Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen beeilen, weil es wird bald Nacht. In der Nacht, in der Nacht. Wenn das Böse hier erwacht, dann müssen wir bereit.
So, ich mach da mal hier hin, einfach damit wir das Ding haben. Oh. Alter, ein richtiger Profi, als hätte er es gewusst. Und es reicht nicht. Wegen einem fucking Stein. Ein fucking Stein. So, wir müssen nämlich schnell Futter machen, sonst... Willst du mich verarschen? Jetzt habe ich doch gerade einen Stein abgebaut. Ach, das ist anderer Stein, deswegen. Ja. So, jetzt aber. Jetzt müssen wir sogar einen zu viel haben. Habe ich doch gesagt. So, wir müssen uns beeilen. Wir dürfen nicht verweilen. Hier Huhn. Ein Kohle müsste, glaube ich, reichen. Dann müssen wir schnell, schnell hier. Zack. Wo sind jetzt all die Schafe hin? Hier war doch mehr als eins. Da ist noch eins. Aber da waren doch mehr. Wo sind deine Freunde hin? Sag es mir geschwind. Sagst du es nicht gleich, fress ich dich wie ein Rind. So. So, jetzt machen wir uns nämlich ein Bettchen. Ein Bettchen, ein Bettchen. Wo wir Schlafi machen können. So, dafür müssen wir natürlich hier ran. So, 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Und schon haben wir ein Bettchen. Ein sehr, sehr gemütliches Bett. Das hauen wir einfach mal hier ins Loch. So. Gemütlich. So, hier Fleisch drin. Und wir essen erstmal. So, damit kommen wir leider noch nicht so weit. Aber ich möchte jetzt auch nicht die Schafe töten, um ehrlich zu sein. Okay, da oben müssen wir dann noch dicht machen. Eieieiei. Haben wir denn hier irgendwo noch eine Nahrungsquelle? Zufälligerweise. Gerade so in der Nähe. Wäre ganz schön, wenn wir das hätten. Ein Huhn. Komm, guck, guck, guck. Wusch. Dieses Huhn hat nichts zu tun mit unserer Fresserei. Doch eigentlich schon. Da haben wir noch ein Schäfelein. Da haben wir ein Huhn. Da hatten wir ein Huhn. Oh, tut mir leid, es war die falsche Taste. So, es wird gleich Nacht. Wir müssen gleich unser Bettchen aufsuchen. Dafür haben wir es ja gemacht. Jetzt bleib mal stehen. Ich will dich nur ja nur von deinem Pelz befreien. Warum habe ich zwei Scheren? Hatte ich schon eine drin und hab's nicht gesehen? Das habe ich natürlich mit Absicht gemacht, um zu zeigen, wie man eine Schere bastelt. Ist alles nur, naja, zum Zeigen halt. Für diejenigen, die Minecraft noch schlechter kennen als ich, musste ich ja das kurz demonstrieren, so quasi als Tutorial für Beginner. War klar. So, wir sind gleich beim Bettelein und gleich ist es auch Nacht. Passt also. Dim, 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 dim. So, noch kurz. Okay, das hat nicht mehr gereicht. Okay, dann gehen wir jetzt ins Bett. Wenn es geht, es geht. So. Lalalalalala. Gut. Haben wir das auch geschafft. So, Fleisch ist gar. Das hauen wir auch noch rein. So muss es sein. So, die sind nämlich fast kaputt.